Du hast eine Festplatte mit 7500 Bitcoins, aber du wirfst sie aus Versehen in den Müll. Genau das ist James Howells passiert. 2013, als Howells seine Bitcoins weggeworfen hat, war Bitcoin noch relativ unbekannt. Heute wären sie über 230 Millionen Euro wert. Jetzt bietet er der Stadt 66 Millionen Euro an, wenn sie ihm bei der Suche nach der verlorenen Festplatte hilft. James hat einen Plan, um die Festplatte zu finden. Er möchte einen bestimmten Bereich der Mülldeponie ausgraben, unter Einhaltung aller Sicherheits- und Umweltstandards. Aber die Stadt lehnt ab, da die Kosten für die Ausgrabung hoch und die Erfolgschancen ungewiss sind. Was würdest du an James seiner Stelle machen, wenn du wüsstest?